Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. In der letzten Folge bin ich ein bisschen bei diesen vier Glockentürmen unterwegs gewesen, habe den einen oder anderen geöffnet. Mehr Schlüssel habe ich leider nicht, um noch mehr Wege hier zu mir anzuschauen. Außerdem war ich bei der guten Rani. Die hat mir gesagt, triff dich doch mit dem Hund, mit dem Werwolf. Nee, der Werwolf hat gesagt, er geht, glaube ich, hier runter, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Und sucht irgendwie nach der Stadt. Muss ich jetzt nochmal mit denen reden kurz? Ich glaube, ich rede nochmal kurz mit denen. Zumindest mit dem Werwolf, der hier unten irgendwo war, glaube ich. Oder auch nicht. Sie sind alle weg. Und da steht ein großer Drache. Und in den Turm bin ich noch nicht reingekommen. Da soll ich irgendwas auf den Sockel stellen. Um diese Kraft zu aktivieren. Ich schaue jetzt mal noch, nachdem ich den Werwolf ja dort getroffen hatte, ob ich da irgendwo entweder hier oder hier, ob er da noch irgendwo ist. What the fuck? Ach, Bär. Uah. Paul, grüß dich. Geh mal da noch hin. Also da, wo ich jetzt hingehe. Bist du noch hier? Guter Wolf. Hey. Was zum Teufel? Geh um. Lass mich. Nee, er ist nicht mehr hier. Einfach Gelaber. Hi, schön, dass du da bist. Danke fürs Einschalten. Dem Aufruf hier gefolgt. Ich schaue jetzt mal runter, ob er unten ist. Oder hier oben irgendwo. Er hat doch gesagt, er geht hier in den Brunnen rein, oder? Ich glaube, das hat er gesagt. Du bist so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? Ernsthaft? Was habe ich denn jetzt gemacht, um das verdient zu haben? Wollte das nur mal ausprobieren. Ach so. Okay. Ich muss hier jetzt halt echt warten, bis dieser Aufzug ganz oben ist. Nee, ich kann mich doch runter teleportieren. Was mache ich eigentlich? So, guter Wolf, bist du hier unten irgendwo? Nee. Hier jedenfalls mal nicht. Warum liegt da Loot? Warum habe ich diesen Loot noch nicht gesammelt? Voll in Dark Souls drin. Das ist irgendwo rausgeschnitten. Aus einem Dark Souls 3 Let's Play, in dem ich drüber gesprochen habe, was man denn alles unter YouTube-Videos kommentieren könnte. Habe ich das rausgenommen. Ja.
So, da ist er nicht. Also ich vermute mal. Ey, was ist das denn hier noch? War ich da schon? Nee, sicher nicht. Oder? Vielleicht doch? Keine Ahnung, egal. Gern mehr so Sound Alerts, finde ich immer spaßig. Dann kannst du mal was mit deinen 40.000 Punkten anfangen. Ja, wir wollen sie ja nicht übertreiben. Also, hier unten sehe ich auch keinen Wolf. Ha, ich hätte ja noch den... Sollen wir es mal probieren? Ach komm, ich probiere es kurz noch einmal schnell. Auch wenn er mir echt ein bisschen ein Dorn im Auge ist, der gute Ahnengeist. Weil er wirklich, ja, ein bisschen nervig ist. Weil er so groß ist und ich einfach so klein und so eine Stummelwaffe habe. Schauen wir mal. Nachdem ich ja jetzt doch ein bisschen gelevelt bin. Vielleicht kann ich ja jetzt was machen. Autsch. Das war minimal schmerzhaft, Kollege. Shit. Ach komm, ey. Ja, und er weicht schon wieder aus, ne? Mann, ey. Dass ich hier nichts treffe. Der ist... Das ist so nervig, dass ich auch nichts anderes anvisieren kann an ihm. Und wenn ich unter ihm stehe, dann mein Stummel, wenn ich nach oben steche, trifft gerade so nicht. Schande. Und ich visiere einfach so gerne Gegner an. Ich hasse das, mit Nicht-Anvisieren zu spielen, ist voll nervig. Vielleicht mit dem neuen Controller, wenn ich dann meine Mittelfinger benutzen kann, um einen Angriff und ein Ausweichen draufzulegen. Vielleicht können wir es da machen. Vielleicht kriege ich es dann hin, weil ich dann beide Finger auf den Sticks lassen kann. Ach, er weicht schon wieder aus. Gibt's nicht. Dann muss ich es ohne die Attacke probieren. Irgendwie. Ohne die viel Damage-Attacke. Du Bazi, ey, echt.
Ah, meine Backe. Ah. Nein, oh, das war kein schlechter Versuch. Also einfach normal drauf prügeln geht. Ich glaube, dann versuche ich mal mein gutes Schwertchen noch mit ein bisschen Magie zu verstärken und dann... reicht das hoffentlich. Komm her. Kommen Sie, kommen Sie. Ah, dreimal. Thorsten, grüß dich, hi. Mit meinem kleinen Zahnstocher hier gerade am Probieren, einen großen, untoten Elch zu killen. Ups. Ja, okay. Aua. Ah, nee, hauen bitte. Danke. Jawohl. Okay, gut, gut, gut. Der ist aber auch nicht so schwer. Ahnenjünger Asche. Okay, cool. Keine Ahnung, warum ich das letzte Mal so versagt habe. War jetzt eigentlich, ja, ganz okay. Nicht weiter schlimm. War hier noch irgendwas? Nee. So, und jetzt? Das war's? Die Ahnenjünger-Asche bekommen? Und wenn ich den nochmal berühre? Einfach nur der Teleport hier runter. Und sonst nix. Na gut. Miku, grüß dich, hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Miku.
Riku, du bist einer der glücklichen Gewinner, Gewinnerinnen von Stickern. Einmal Ausrufezeichen Discord in Chat und dann kommst du bei mir auf den Discord. Darüber kannst du mich anschreiben und dann können wir mal Kontaktdaten, Informationen austauschen, dass ich dir die zuschicken kann. Alle anderen natürlich genau das Gleiche. Können wir auch über E-Mail machen, nur müsste ich eine anlegen, glaube ich. Also ich habe hier unten, finde ich jetzt auch keinen Wolf. Ist das eigentlich ein anderer Aufzug hier? An der Stelle. Komm, da gehen wir doch mal hin, ey. Was heißt da danke? Gar kein Thema. Nichts zu danken. Ich danke euch. Und dir. Da oben drin war ich auch noch nicht, ne? Zum mal gucken, was da geht. Also hier gibt es auch noch auf jeden Fall ein bisschen was zu entdecken. Da oben ist ja noch richtig was los. Sollte ich mal da hoch gucken? Ich glaube, ich gucke jetzt mal da hoch. Oh, das sind Boys. Okay. Hi. Aua. Nee, warte. Ach, das war ja so klar. Ah, ja, okay. Hör auf, mich zu hauen! Danke. Schon wieder. Ah, er kommt mit. Okay. Bleib du mal da unten. Klettert er hoch? Er klettert hoch. Ist hier oben noch einer? Da oben ist noch einer. Unnötig kompliziertes Interview mit dem Kollegen da. Alles unnötig kompliziert hier. Sag mal, warum laufe ich hier hoch, wenn es hier sowieso nicht weitergeht? Ah, da unten. Okay. Scheibe Fleisch. Boah, alles klar. Goldene Rune. Oh. Aha, die Höhle hinterm Wasserfall. Die obligatorische. Braucht jedes Open-World-Spiel braucht eine Höhle hinterm Wasserfall. Leute. Und am besten wäre es, wenn hinter jedem Wasserfall eine Höhle ist. Wo bin ich denn hier jetzt? Hallo? Ja, wie kommst du denn hierher? Steinschwertschlüssel habe ich noch. Heranwachsende Schmetterling. Larventräne. Seife. Entfernt Unreines und Ansammlungen vom Körper. What?
besudelt am Ende euren Geist. The fuck? Wait. Soll ich mal Seife benutzen? Einfach mal random Seife benutzen? Ich hab doch schon Seife, oder? Da. Nutzen. Okay, ich bin sauber. Ah, hier komme ich raus. Gut. Unnötig. Hier war ich schon. Zu euch will ich nicht. Brauch nichts von euch. Gehen wir wieder. Oh je, oh je, oh je. Hier sind ja solche Boys. Tentakelwesen. Nee, nicht brutzeln. Oh oh. Oh, Glück gehabt. Okay, let's go. Ja, das sieht nach Aufzug aus hier. Ratten und ein Aufzug. Ei, aua! Gerade so schmerzhaft muss es ja jetzt auch nicht sein. Mit dem riesen Geisterpfeil, ey. Horntalisman der Klarheit. Nicht dein Ernst. Ja, ich will den benutzen. Keine Ahnung, wo ich oben rauskomme. Mal schauen. Mir steckt der Pfeil halt immer noch im Rücken. Jetzt ist er weg. Danke. Twitch macht ja, experimentiert gerade mit anderen Codierer-Einstellungen und sowas. Und eventuell, also aktuell ist es glaube ich in der Beta für RTX 40 Grafikkarten. So krass bin ich nicht. Beziehungsweise so viel Geld will ich auch einfach nicht ausgeben. Aber wenn das für andere Grafikkarten auch kommt, dann kriegt ihr auf Twitch vielleicht eine hervorragende Grafikqualität von mir geliefert. Was will er denn? Die explodieren, lol. Ja, danke für die Runen. Warum sind hier unten so solche Schlängchen? Nicht gut. Aua. Los, los, los. Oh, da ist noch einer. Nicht gut. Ich glaube, ich sollte mir auch wirklich mal so Gedöns craften. Zum Pferdchen heilen. Das ist uncool. Das ist jetzt minimal uncool. Ich wollte eigentlich die Karte holen für das Gebiet hier. Jetzt muss ich aber mich erstmal mit so einem Riesen rumschlagen wahrscheinlich, ne? Ja, komm, schieß mal noch einen Pfeil. Jawohl. Und los geht's.
So, feuert der da hinten auch noch auf mich? Ja, tatsächlich, ne? Ja, der kommt aber gar nicht so weit. Oh, du stehst wieder auf! The fuck? Jetzt hat. Der sah für mich tot aus. Okay, ui! Hey, grüß dich. Ja, du auch? Okay. Ach du meine Güte, wo bin ich hier gelandet? Dämonenprinzen sind kaputt, ja. Es könnte nun das rote Rufzeichen des Ritters des großen Gefährten. Ihr könnt nun das rote Rufzeichen des Ritters des großen Gefäßes sehen. Okay, ja, und? Was haben wir hier für einen? Hier haben wir einen, der Magie macht. Hier haben wir einen, der pariert. Da mit einem kleinen Dolch. Und hier haben wir einen mit einer dicken Keule und einem Schild. Oh, ist alles. Muss ich die alle drei besiegen, um da durchzukommen? Erstmal, wo ist hier das nächste, die nächste Gnade? Ich glaube, ich habe da vorne die nächste Gnade, ne? Sieht fast so aus. Hier in der Nähe scheint keine weitere zu sein. Bevor ich mich jetzt hier mit irgendwelchen solchen dicken Boys anleg. Ja, der wird mich nicht reinlassen. Ja, ich bin dann noch in die... Es erscheint jetzt alles am Wochenende. Ich glaube, bis... Doch, Montag erscheint das der letzte Teil dann. Vom Dark Souls-Zeug. Die Dark Souls 3 Nachspielzeit. Gut, jetzt ist die Frage, mache ich mit Parieren... Kann ich dem seinen dicken Hammer parieren wohl? Du tust ganz schön weh. Okay. Wir merken uns die Leuchtekeule wollen wir nicht auf den Kopf bekommen. Die Leuchtekeule wollen wir nicht auf den Kopf kriegen. Du Bazi. Ah, welche Seite? Hier. Ja, das ist natürlich jetzt auch so ein... Das ist natürlich jetzt ein Hassgegner da oben. Einer, der rollt und heilt und genau das gleiche Zeug macht, was ich mache.
Aber ich denke, den kann ich packen. Boah, wie viel Schaden der macht. Darf ich mich auch nicht zweimal treffen lassen, ne? Auf keinen Fall. Parieren ist hier besser. Ganz klar. Nee, okay, nee. Habe ich keinen Bock drauf. Nope. Diese Stelle hat Rage-Moment-Potenzial. Ja, habe ich bemerkt und ich hole mir meine Seelen und wir hauen wieder ab von da. Meine Runen. Mein Gott. Ich bin ja eigentlich auch wegen was ganz anderem hierher gekommen. Komm, ey. Ja, steh auf jetzt. Diese Riesen, die sind auch echt easy, ey. Okay, behalte ich im Hinterkopf, hier gibt's was Cooles. Wie geil sieht das denn aus? Stark. Stark. Ja, gut. Hä? Ah doch, so weit bin ich geritten. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie komme ich denn hier rüber? Hier über diese Schlucht muss ich doch rüber. Natürlich kann ich nicht ganz nach oben schauen. Aha. Berchi, bitte nicht. Ups, das dürfte mein Tod sein. Ist es nicht? Ist es nicht mein Tod? Es ist das, der Tod von meinem Pferd. Okay. Was zum Teufel bist du denn? Muss unbedingt mein Schwert leveln, glaube ich. Okay.
Aua! Boah, ihr macht ja richtig Schaden. Scheiße. Wo bin ich hier? Es nebelt. Okay, jetzt regnet's. Dafür sehe ich ein bisschen mehr. Ah, dass hier auch nichts aufgedeckt ist gerade, ne? Mist. Mist, 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 Mist. Ah. Was? Flaschenaufladung? Ja, komm. Jetzt weiß ich auch, was passiert, wenn das Pferd wirklich mal stirbt. Das war mir bisher noch nicht passiert. Was ist hier los? Ah, Puppen. Zauberer in der Nähe. Da eine Gnade. Sehr gut. Moment. Warum ist hier ein... Warum ist hier ein Rufzeichen? Ne, Nachricht lesen. Haltet bei der Hütte jenseits des Südtors an. Oh, hier ist auch nochmal. Da könnte ich jetzt vielleicht hinkommen. Hey! Unsichtbare Zauberer hinter irgendwelchen... Junge! Hört auf! Okay, hier ist alles irgendwie zu. Und ich sehe nichts. Es nebelt zu sehr. Das wird nachher für YouTube wieder eine Mods-Qualität werden. So Nebel ist immer ganz gut für YouTube-Qualität, wenn man ein kleiner Kanal ist. Da geht alles kaputt. Nebel und Dunkelheit. Ah. Sieht immer ganz schrecklich aus dann. So lau, so voll pixelig und so. Weiß gar nicht, was ich da drüben will, aber... Nämlich. Der hat eine Kriegsasche, ne? Der Skarab. Aber die Kriegsaschen benutze ich ja eh nicht. Das ist ja wie. Oh! Okay. Wie cheaten. The fuck? Lol. What the f. Okay. Was mache ich denn hier eigentlich? Ich weiß nicht mal, was ich hier tue.
Viecher. Käfer. Oh ne, ihr. Können wir das bitte nicht machen? Hier ist so eine Statue. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Warum? Was höre ich hier? Ach so. Einen großen Käfer. Hallo? Oh, du bist ein Gegner. Hi. Doch von Zelia. Ein T-Rex-Hund. Wie witzig ist das denn? Ja, genau. Leck in den Boden rein. Nice. So, was steht hier? Haltet bei der Hütte an. Wait, what? Da, da ist eine Hütte. Okay. Hi. Und du bist? Oh, a pleasure to see you. A pleasure indeed. I am Gari, a great sage. In my day, anyway. I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the scarlet swamp of Aeonia. Don't fret, I'll provide fine recompense. Okay. Should you accept? I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Ah, then you are willing to lend a hand, are you? I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. The rotting sickness that afflicts Millicent has no cure. When the Erdtree flourished, even the demigods could not stave off its effects, despite their nigh godhood. But Millicent's suffering can be ameliorated. For this, you are to find a certain needle. What? Seek the deep scarlet swamp of Aeonia outside Celia's bounds. The needle, made from unalloyed gold, is lost somewhere there. First, you must find the unalloyed gold needle. It's hidden somewhere in the deep scarlet swamp of Aeonia. Then I will tell you, as promised, the secret of the town of Celia. First, you must find the... First, I must find the map of this region, my boy. And
For that reason, I will have a look over there to my beacon. Irgendwas Großes hat doch hier gerade gebrüllt, oder waren das die Kleinen? Könnten auch die Kleinen gewesen sein. Was ist das da oben? Ist das wieder so ein T-Rex? Hundi? Nee, das ist eine Krähe. Hey, servus, du wieder. Grüß dich. Ja, guck mal. Ah. Ha. Und das ist der Sumpf hier wahrscheinlich, ne? Wo es die Nadel gibt. Ich hätte jetzt aber gerne noch irgendwie eine Gnade hier in der Nähe. Eine Gnade gibt's nicht, aber einen Samen. Nice. Nehme ich. Lore-technisch in Elden Ring interessiert. Ich finde sowas immer relativ spannend. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass in den From-Software-Spielen, dass es so wenig. Ja, dass die Geschichte einfach anders erzählt wird. Da bin ich nicht der größte Freund von. Aber interessiert bin ich doch, ja. An der Art und Weise, wie es erzählt wird, ja, ist halt nicht ganz meins, ne? So, du hast die goldene Nadel, oder? Sehe ich das richtig? Ah Mist, ich dachte, ich kann mich so. Oh, ich krieg ja hier Gedönse ab. Okay, alles klar. Hey, wer bist du denn? Nein, nicht du. Hä? Wo gucke ich jetzt hin? Da, du, wer bist du? Wow! Okay. Lässt viel Raum für Fantasie. Der hat nicht mal was gedroppt. Ein Untergang heißt es im Chat. Der hat keine Chance gegen den berittenen Fürsten. Darum geht's doch, dass ich so ein Fürst werde, ne? Irgendwo im Sumpf ist eine. The fuck? Hallo, warum steigst du bitte ab? Hä? Hat es die ganze Zeit Schaden gekriegt und ich hab's nicht bemerkt? Invasion durch Millicent. Deswegen bin ich abgestiegen? Herr Millicent ist doch. Hat er nicht gesagt, ich soll Millicent retten? Oh, wo kommt der denn her? Nee. Ihr Arschgeigen!
Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Holy shit! Was ist hier los, ey? Da hat ein ultimativer Kampf stattgefunden, okay? Ja, das hätte der doch auch erzählen können, der Typ gerade eben, oder? Wäre doch auch ganz nett gewesen. Die Dämonen besiegt. Ja, habe ich, Leute. Habe ich. Freut mich, dass es euch interessiert. Thorsten hatte wohl recht. Ja, anscheinend schon. Ah, da vorne ist eine Gnade. Das ist schon mal ganz cool. Die gönne ich mir natürlich. Ey, nee, komm. Warum stehen die hier rum? Und warum habe ich jetzt... Ach so, Maleficent kommt wieder. Ich will nicht Fäulnis. Ich will keine Fäulnis. Ich will zu meinem Loot eigentlich. Ey, Maleficent, können wir vielleicht später kämpfen? Nein! Ach Mann, ey! 20.000 Runen! Ah. Und da kommt denn so ein Bastard wieder von hinten an. Boah, nee! Was ist das hier für eine miese Schande jetzt? Och Mann, ey! Da geht schon wieder los. So, kann ich mir irgendwas basteln, was mich gegen Fäulnis schützt? Nee, leider nein. Ärgerlich. Und im Inventar habe ich auch nichts. Ach, damit. Das ist mies. Gut, dafür brauche ich mir jetzt keine Sorgen mehr um mein Loot machen. Das ist auch was, hat auch was Gutes. Nee, mit dir will ich nicht kämpfen. Kommt der mir hinterher? Ah nee, hier sitzt einer. Ach, guck mal an. Komm mal zu mir, bitte. Maleficent, wo bist du? Scheiß Mücke. Natürlich komme ich nicht an dich ran, ne? Hallo? Was ist denn das? Die Runen jucken dich nicht mehr. Ja, das ist natürlich bei einem Level 1 Run tatsächlich ein Vorteil. Komm her! Du kleines... Wie groß bist du?
Ich dachte, ich wäre viel näher dran. Lol, das Ding ist ja riesig. Witzig, da hat mir gerade echt meine Augen haben mir einen Streich gespielt. Ah ja, Maleficent, wo bist du? Nee, du nicht. Wenn du bitte wegbleiben könntest, das wäre lieb. Eigentlich soll ich dich heilen, dachte ich. Da, hi, Maleficent, grüß dich. Oh, nervig. Ey, ach komm, warum musst du dich jetzt einmischen? Ich bin doch hier mit Maleficent zugange. Du kleiner, goldener Lichtbastard im Fäulnissumpf. Alle können sie in der Fäulnis rumgammeln und nichts passiert. Ich bin der Einzige, dem die Fäulnis was ausmacht. Verdammte Axt. Warum steigt die überhaupt an? Hallo? Was soll das? Willst du mich verarschen? Ich bin doch hier gar nicht in der Fäulnis drin. Muss ich mich waschen? Hilft da Seife? Nee, ich stink immer noch. Nicht mal Seife hilft gegen den Gestank. Maleficent. What the fuck? Ach so, ach, ich habe nicht auf meinen Schaden geachtet. Oh Mann, ich bin einfach an der Fäulnis verreckt. Oh Gott. Oh. Darf Hamper nicht rollen. Okay. Verstehe, verstehe. Weil ich mich eingesaut habe quasi. Dann würde Seife, wenn ich es im richtigen Moment benutzen würde, würde Seife vielleicht helfen, was? Ah. Lass sie mich ein letztes Mal sehen! Wen? Eure herrliche Klinge, die ich in der Scharlachfäule tanzt! Okay. Da ist auch so ein goldener Lichtboy. Oh, guck mal, da ist noch eine Gnade. Nice.
Maleficent. Du hast bestimmt die Nadel, die ich suche. Maleficent. Hallo. Oh, aua. Hi. Wäre ja auch zu witzig gewesen, wenn ich einfach um ihn hätte rumreiten können. Aber nein, er kann seine Lanze auch im Kreis schwingen. Gut, weiß ich Bescheid. Aber ja, nee, das wollte ich nicht. Weißt du was? Ich glaube, deine Waffe. Deine Waffe lässt sich vermutlich parieren. Wow, 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 wow. Ah, er hat immer zu. Ah, der schlägt so langsam zu. Der schlägt so langsam zu. Und der benutzt Kriegsaschen. Das ist gemein. Muss ich mir doch mal die Glocke holen, dass ich Kriegsaschen benutzen kann. Dann können die Skelett-Bogenschützen gegen meine Skelett-Schwertkämpfer kämpfen. Für solche Fälle sollte ich die Kriegsasche vielleicht doch mitnehmen. Wenn er so einen Blödsinn macht. Oh, ich verprügel jetzt erstmal ein paar von denen hier. Weil das kann ich nicht brauchen. Bei Renala findest du Summons okay. Warum bei Renala? Ach so, weil die auch welche benutzt. Ja. Ah, nope. Hässlicher Soldat. Ich will den Kommandant O'Neill killen. Ah, er ruft sie nochmal, oder wie? Nee, er macht sie, glaube ich, nur stärker. So, jetzt. So, jetzt hat. Also, komm her, du. Zu früh. Gleich zweimal, okay.
Ja, du rufst deine Summons und ich habe mein Schildchen dabei. Kollege, so fühlt sich das an. Das ist ganz schön assi, ne? Das ist ganz schön mies. Ah, er ruft sie nochmal. Ja, danke fürs Gespräch. Er haut nach hinten. Er ruft andere. Ja, wow. Ja, nee, gegen euch habe ich jetzt nicht so Bock. Können wir... Kriegen wir das irgendwie hin? Dass ihr erstmal ein bisschen weiter weg steht. Und ich dann euren Kommandanten ein bisschen verprügeln darf. Nee, ihr kommt natürlich... Ihr habt genauso... Ihr seid so schnell, dass ich nicht hinkomme. Ah, das ist ärgerlich. Das ist mega ärgerlich. Das ist richtig scheiße jetzt hier. Wie lange bleiben die denn eigentlich oben? Also... Wie lange bleiben diese Boys? Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Bleiben die ewig, bis ich sie kill? Ja, ne? Sieht so aus. Scheiße. Au, Mann. Natürlich muss er nochmal welche rufen. Oh, ist das assi. Also ich glaube, ich hole mir dann mal die Glocke für solche Sachen, weil das muss doch echt nicht sein. Das macht den Kampf nicht cooler, nur unangenehmer. Ey, ja meine Fresse, ey, ja, ist ja gut, Leute. Das arme Pferd, sag mal, hackt's euch. Ihr blöden Deppen da oben mit eurer Armbrust. So. Oh oh. Ah, fuck. Jetzt hätte ich den schon oft geschlagen. Dankeschön. Ja. Die Summons sind halt super nervig. Das ist also... Ah. Muss das sein, echt? Er könnte natürlich auch die goldene Nadel haben, ne? Oh, Mann. Ah. Hallo? FromSoft wird mich so lange nerven, bis du lernst, dass es dich nicht mehr nervt. Nee. Also sowas wird mich immer wieder nerven.
Jedes Mal. Es tut mir leid, aber muss das denn sein? Wirklich? Dass der Kampf so, also dass man ihn so auf die Art und Weise schwieriger macht, finde ich lame, ehrlich gesagt. Dann sollen sie lieber den Gegner ein bisschen heftiger machen. Habe ich kein Problem mit. Aber dass sie dann einfach 6 Summons außen rumstellen. Ist ja nicht so, dass ich erst vor kurzem einen fetten Boss mit Summons gekillt habe. Da kommt man um die nächste Ecke und muss schon wieder gegen einen kämpfen, der irgendwelche Summons herbeiruft. Das ist nicht cool. Das macht keinen Spaß. Dass er sie auch noch buffen kann, ist halt dann, das kommt auch noch dazu, ne? Es reicht ja nicht, dass er Summons dabei hat. Nee, er bufft sie auch noch. Er bufft sie auch noch mit Schaden und Schild. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Da hätte ich jetzt gerne diese Meme am Start, den ich einblenden könnte. Ja. Meme, ja klar. Das Meme, die Meme ist scheißegal, aber auf jeden Fall Meme. Das Meme. Ist mir wurscht, das wechselt bei mir tatsächlich, ob ich das oder die sag. Oder von was meinst du? Ob meinst du... Level 1 No Death Run im Randomizer. Ja, das ist. Das klingt wild. Es ging um das, die, okay. Weil es gibt ja auch Leute, die sagen Meme. Weiß nicht, ob das besser ist. Das ist noch viel schlimmer, meiner Meinung nach. Ach komm, weißt du, und dann sind das noch nicht mal normale Summons, sondern sie können auch noch irgendeinen Blödsinn. Ach Mann, ey. Ist das vielleicht geschickt, wenn ich einen stehen lasse? Ach, scheiße. Schießt halt immer mit dem Bogen auf mich, das ist ein bisschen shitty. Oh oh. Ach, fuck off, ey. Hat der denn auch noch unendliche Reichweite mit dem Ding? Immerhin sage ich nicht der Meme.
Wie? Weiß ich nicht. Ja, zumindest lässt er mich ein bisschen in Ruhe, wenn ich gegen seine Summons kämpfe. Das wäre ja noch der Hammer, wenn er dann auch noch voll angreifen würde, ne? Ja, deine Jungs treffen mich nicht. Komm mal her. Hoppla. Ach, fuck. Ja, ich war fast zu erwarten, dass er die anderen noch dazu holt, ne? Ja, dann muss ich mich jetzt um euch kümmern. Ach, come on. Ja, nee, ist ja gut. Ja, das ist halt so assi. Nee, keine Chance. Ich muss auf die richtigen Momente jetzt warten, dass ich ihn irgendwie platt machen kann, weil die schlagen mich so oft mit ihren Waffen. Vor allem hauen sie mich nicht um, dass ich Iframes krieg, sondern ich bleib dann stehen und dann hauen sie mich zu dritt. Das ist nix. Oh no! Ja, genau so nämlich. Scheiß Dreck! Ja, guck. Ich kann nichts machen, ich hämmer auf B drauf und sie dürfen mir trotzdem Schaden machen. Ah, oh Mann. Und dann steht hier noch irgendein Scheiß im Weg rum. Ah! Dann muss man natürlich auch in einer Arena sein, die einfach mit irgendwelchem Blödsinn gefüllt ist. Hau mich. Nee, ich muss sie killen. Die erste Welle muss ich platt machen.
Es geht nicht ohne. Vor allem habe ich ja dann nachher nochmal 3 mehr. Ich muss erst die Summons wegmachen. Aber also... Oh. So was Blödes, ey. Klar musst du dich in deinen Summon jetzt reinstellen. Natürlich. So, Kollege. Oh oh. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Reicht's noch? Ja. Ach, ich laufe auch noch rein, ey. Das war minimal dumm. Ach, zu früh. Ah, jetzt habe ich auch noch die beschissene Fäulnis. Kacke. Kacke, 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 kacke. So, wie werde ich euch jetzt los? Ach, jetzt kommt er nicht hinterher. Er rennt die ganze Zeit... Marius, grüß dich, hi. Er rennt die ganze Zeit hinter mir her und in dem Moment, wo ich... wo es mir passen würde, bleibt er stehen. Ach... Wie kriege ich die 3 weg? Seval, Alter. Hallo, Seval, und vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich ärgere mich gerade hier mit so einem Ding rum. Mit so Summons. Ich ärgere mich gerade ganz böse mit Summons rum. Ah. Mach ich kaputt. Das probiere ich jetzt schon eine ganze Weile tatsächlich. So, wenn du in deinem Summon wieder rumstehst, dann gehen wir zu den anderen beiden. Ach ja, klar. Den fandest du auch nervig. Ja, kann ich mir kaum vorstellen. Warum nur?
Und dann kommt da von da hinten so ein dämlicher Bolzen angeflogen. Ne? So, Alter, also ganz ehrlich, am anderen Ende des Schlachtfelds, ich bin auch noch dabei. Hallo? Schweinerei. No. Na, jetzt bin ich tot. Oder? Nee, bin ich nicht. Jetzt bin ich tot. Gut. Die Summons platt gemacht und dann durch ihn wieder draufgegangen. Oh, Mann. Ich hätte auch saufen können, sind wir mal ganz ehrlich. Ich hätte ja saufen können. Ich habe mir gedacht, nee, ich brauche nicht saufen. Ich kann den so gut parieren und dann einen kritischen Schaden machen. Dann habe ich wieder ein bisschen HP. Das geht schon. Aber natürlich das wichtige Parieren, der wichtigste Moment geht schief. Wie auch sonst bei solchen Spielen. Wie sollte es auch sonst sein? Habe ich irgendwas? Vielleicht habe ich irgendwas, womit ich die... Droht, finde ich gut. Ah. Ja, okay. Ah, no! Ja, ich habe Autokorrektur am Handy immer komplett aus. Weil irgendwann hat es mich so genervt. Am Anfang war es irgendwie witzig so mit Autokorrektur, aber seit einigen Jahren habe ich die schon nicht mehr drin. Weil dann vertippe ich mich lieber selber, anstatt... Dann bin ich selber dumm, anstatt dass der Mechanismus mich dumm macht. Am Mac sogar, what the fuck? Am Mac gibt's eine Autokorrektur. Weiß ich nicht. Also am Computer würde ich sowieso komplett deaktivieren, ehrlich gesagt. Oh oh, nein! Weg hier! Lass mich! So, und jetzt haben wir wieder ein Problem. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, weil die Jungs einfach viel zu krass sind. Okay. Okay. Ja, so geht's. So geht's. So komme ich klar. So komme ich klar. Wenn ich so... Ein bisschen, einer ist schon weg. So können wir das machen, Jungs. So, du bist
Der Summon ist ja sehr schnell. Der müsste mir jetzt hier eigentlich an ihm vorbeilaufen und auf mich zukommen. Wunderbar. Top. So, jetzt, Kollege. Dämlicher Summon-Boy. Keine Summons mehr für dich. Parieren für mich. Oh oh. Ah, shit. Na bitte, geh doch. Das müsste es gewesen sein. Nice. Ah, okay. Ich habe die Summons... Man konnte sie doch irgendwie... Es ging doch irgendwie. Sehr gut, sehr gut. Kommandantenstandarte. Die könnte cool sein. Reine goldene Nadel. Geil. Da ist sie doch. Super. Und mit dieser Errungenschaft... Dankeschön für das GG... sage ich YouTube. Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr am Start wart. Wieder eine Folge, in der ich mich viel aufgeregt habe. Es passiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.